Was soll's? Was soll's? Das heißt, ich habe jetzt 4 von 5 Meilensteinen erreicht. Mein Kopfgeld, da fehlt auch nicht viel. Das sind 2 Milde. Das kriegt man hin. Und die Rennsieg kriegt man alle mal hin. Ich weiß ja nicht, was dann hier so die Schwierigkeit ist. Also ich glaube, der nächste Meilenstein wird dann schon ein bisschen heftiger. Aber dann geht das mit dem im Kreisfahren, die Taktik. Die geht ja ganz gut. Campus Way. Und ja, die Nummer dürfte eigentlich gut funktionieren. Hat ja das letzte Mal auch gut funktioniert. Und wenn ich dann da nur einen Meilenstein knacke, dann bin ich da aus der Sache fein raus. Weil dann habe ich alles zusammen, was ich brauche. Und, ja, was ist das eigentlich? Sprint, gell? Ja. Ist eine Prozentanzeige da. Die ist im Sprint. Das war schön knapp und ich habe noch nicht mal wirklich drauf abgezielt, dran vorbeizufahren. Top-Risiko. Mist. Ist ja gut. Hoffe ich doch mal, dass da unten nicht gesperrt ist. Aha. Und dank der ausgeschalteten Action-Kamera kann man da auch durchfliegen, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, man ist in einem Slow-Motion-Film. Oder in Baywatch. Aha. Lass uns ein bisschen auf Baywatch rumhacken, weil die alles in Slow-Motion machen. Ja, Leute, das fällt schon auf. Mit dem Slow-Motion in Baywatch. Gut, jetzt habe ich einen Kopf am Arsch, 2 Kops, 11 Sekunden Vorsprung, was echt Hammer ist, und 600 Meter sind. Was bei meinem Auto nicht allzu viel ist, aber... Wow. Willst du mich jetzt verarschen, ey? Ein Glück gibt es diesen Mittelweg. Ansonsten wäre ich jetzt gearscht gewesen. Hätte ich nämlich links-rechts dran vorbeigemusst und das hätte ich nicht mehr geschafft. Doch, vielleicht links dran vorbei. Bin froh, dass ich nicht testen musste. Tierrad 32, bitte um Lagebericht. Schon 70% geschafft. Also 77. 80 jetzt. Ja, jetzt 80. Und noch mehr? Ist ganz gut. Die Gegner sind. Oha. Weit hinten, ich fahr voll in die Mauer rein, die Cops holen auf, die Gegner holen auf. Richtig klasse. Also, Abmarsch. Wo wird denn der Verkehr hier bitte dichter? Hier ist also gut wie gar kein Verkehr. Glücklicherweise. Nur noch 100 Meter Abstand zu meinen Verfolgern und die Cops eiern hier sowieso rum. Von daher 311 km/h, 3 Minuten 9 für einen Sprint. Ups. Oh, einmal querversetzt bitte. Ach Kacke, ich hab ihn nicht richtig erwischt. Ja, ist gut. Geh mit dem Trockensenkel. Hey, er ist kaputt. Freue ich mich doch. Eigentlich habe ich die ja nicht. Die Nummer ja nicht nötig, aber. Was sollte das denn werden? Hat er gebremst oder wie? Aha, voll aufs Korn genommen und getroffen. Ein paar weniger. Na, verdammt. Wir haben Sichtkontakt
Kontakt zu Code 6. Mir doch wurscht. So, der letzte seiner Art. Und den kill ich im Stadion. Den kill ich im Stadion. Ah, gut, ich bin am Entkommen. Jetzt dauert das Entkommen nur länger. Oder meine Flucht dauert jetzt länger. Mal sehen, wie das dann jetzt. Bestätige, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung auf der State Street. Absperrung des Sektors im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Zielpositionen eventuell anpassen. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. Zentrale, hier Charlie 15 mit zwei weiteren Einheiten. Brauchen für die Sperrung voraussichtlich 3 Minuten. Ne? Unser Code 6 ist möglicherweise halt? Vor uns. Ich glaube, er kann uns nicht sehen. Ja, wenn ich euch nicht sehen könnte, dann müsstet ihr irgendwo vor mir rumstehen. Ja, na also. Sonst gibt's nichts, weil ich sonst nichts erreicht habe, und das sind dann bloß 9000 Kopfgeld. Ich würde mal sagen, das ist immer noch genug. Ja, was mache ich jetzt? Nächstes Rennen, würde ich mal sagen. Unterschlupf und Blacklist. Rennen. Dann fange ich mal hier unten an. Wieder nicht erwischt. Dann muss ich mich später drücken. Später Gas geben. Das nervt. Das nervt. Das nervt. Okay, aber ein Mautstellen war das, gell? Voll verwirrt, bin ich lang. Ah, komm schon. Aber was zur? Wieso stehe ich denn jetzt hier quer zur Fahrtrichtung und dann noch komisch und. Hä? Was zur? Kann ich ihn jetzt in der Schneise zur Wand? Au. Okay. Ich bin definitiv gerade voll unkonzentriert. Sieht doch schon besser aus. Sieht doch schon besser aus. Geht doch jetzt mit der Lüge. Sehr schön. Jetzt brennen mir nur gerade ein bisschen die Augen, weil ich die gerade so lange offen hatte. Also so ohne Blinzeln. Weil ich unbedingt gucken wollte, wie ich fahre. Cool, ich habe so viel Zeit, 25 Sekunden. 3 Minuten bis zum nächsten. Wir können schon ausgehen. 2 Minuten und. Warte mal, 2 Minuten 30, Pi mal Daumen. Bisschen mehr, 35 wahrscheinlich. Um zur nächsten Station zu kommen. Ist ja bekloppt. Was soll daraus 3 Minuten werden? Nicht schlecht. Oh nein. Verdammt. Gib Gas. Ich will meinen Vorsprung halten und noch ausbauen. Ich will mal zeigen, was ich drauf habe hier. Sehr schön. Sehr schön. Den Weg hätte ich nicht unbedingt fahren sollen. Die Abkürzung oder die Verlängerung oder den Weg gar nicht. Komische Sache. Ich erinnere mich gerade einfach nur nicht dran. Der ist